Willkommen zu Teil 3, Abenteuer Island mit dem Allrad-Camper. Was steht diesmal an? Die Südostfjorde, angeblich der letzte Geheimtipp auf Island, nachdem ich jetzt da war, nicht mehr. Das sind sehr tief eingeschnittene Fjorde, zum Teil mit richtigen Rumpelpisten. Ich habe mich jetzt hier 50 Kilometer lang an diesem Fjord schon nach vorne bewegt. Das geht jetzt noch 7 Kilometer so weiter bis zum Lighthouse. Ich habe keinen Bock mehr. Hier ist eine schöne Stelle, wo ich rumdrehen kann. Und dann geht es hinten wieder über den Pass. Es ist eine grandiose Natur hier, wirklich. Mei, ist das lässig, oder? Das könnte auch in den Alpen sein. Also, diese Piste geht jetzt an einen Ort in den Südostfjorden. Die Straße ist nur im Sommer geöffnet und wird auch im Sommer nur von, also nicht von Bussen oder sowas befahren, weil das halt steil ist. Und im Winter werden die Einwohner per Boot vom Nachbarfjord aus versorgt. Ich mache jetzt mal die Untersetzung rein, weil demnächst wird es steil. Bah, so ein grandioser Spaß. Geil. Ach, es ist geil. Alter Lack, ist das remote hier, oder? Aber angeblich hat es da vorne einen Zeltplatz. Moinsen, ich stehe vor dem Solbrekker Guesthaus. Das ist gleichzeitig so eine Art Campground. Da die Nacht verbracht, kostet 10 Euro. Infrastruktur gibt es praktisch keine, also man kann da drin duschen. Das Gebäude bräuchte innen und außen, könnte es etwas Liebe gebrauchen. Dafür sind die Bewohner sehr freundlich. Die haben mir erzählt, es hat hier in dem Ort nur 8 permanente Einwohner im Winter. Und die Straße ist ab November gesperrt und meistens so bis März oder April. Und damit diese 8 Bewohner versorgt werden können, kommt zweimal die Woche eine Fähre. Wenn man also einen Arzttermin oder irgendwas hat, muss man mit der Fähre fahren, muss halt warten, bis sie kommt. Lebensmittel werden auf die Art und Weise auch geliefert. Es ist echt remote hier, also wirklich, es ist Stephen King hätte hier seinen Spaß. Uahaha. Bis zum Ort ist die Piste eigentlich ganz okay. Und danach wird es ein ganz normaler Feldweg, der sich da auf der linken Fjordseite entlang zieht. Das eigentliche Ziel war dieser Leuchtturm. Das ist nämlich der, den man als erstes sieht, wenn man mit der Fähre in den Nachbarfjord reinfährt. Das fand ich ein sehr attraktives Reiseziel. Allerdings hat es mir dann irgendwann gereicht, weil das zieht sich echt an der Küste entlang und rumpelt und kracht und scheppert. Irgendwann habe ich rumgedreht, weil man muss ja noch zurück über den Pass. Es ist, wie es aussieht, als ein amerikanisches Landungsboot. Die Amerikaner hatten in den 60ern hier eine Radarstation und haben das benutzt, um Equipment hin und her zu fahren. Hat sich aber herausgestellt, dass dieser Bug vorne, den kann man ablassen und der ist zu stumpf. Und es war ein paar Mal kurz vorm Absaufen und dann haben sie es in den 60ern aufgegeben und hier auf den Strand gesetzt, bevor es wirklich zugrunde geht. Und der schönste Moment nach 60 Kilometer Piste kommt jetzt. Achtung! Biegen Sie links ab. Wenn man auf Asphalt kommt, das Gerüttel und der Krach aufhört, herrlich. Ah, aber das war grandios hier, alter Schwede. Bei den meisten Campgrounds auf Island hat man ja ein Digital-Check-In. Oder hin und wieder kommt jemand vorbei. Auf dem Platz hier haben sie so gelöst, dass dieses Vogeltier hier für Ordnung sorgt. Also die redet den ganzen Tag, macht sich total wichtig und wehe, es ist irgendwas, was ihr nicht passt. Da gibt's aber Saures. Die zwei Schnuckelchen sind ja aus Südkorea.
und ist seit 5 Jahren unterwegs. Erst habe ich gedacht, das ist so ein Mietding. Und hinten haben wir so ein richtiges Schubladesystem rein und die sind durch Russland gefahren, als es noch möglich war. Und dann waren sie in Afrika und in Europa und jetzt sind sie hier. Muss ich bei Gelegenheit noch rauskriegen, wann das Ende sein wird. Sehr professionell. Ja, die haben eine Kabel drauf, stecken sie da dran und dann ziehen sie hinten so ein kleines Tischchen raus. Da steht dann so ein Elektrokocher und dann, ja, dann geht's um, wie man sieht, ist ab den Fahrer- und Beifahrersitzen alles voll mit Regalsystemen. Daumen hoch! Also sie sitzt jetzt am Steuer und schneidet mit ihrem Notebook auf dem Schoß Videos. Schwer beeindruckend. Die kamen dann noch bei mir vorbei und wollten eine kleine Betriebsbesichtigung. Also die wollten meinen kleinen Camper sehen. Ist natürlich danach gigantisch im Vergleich zu ihrem. Sind total lieb, also haben einen Kaffee angeboten und einen Apfel. Aber das nehme ich natürlich nicht an. Also sie schlafen nicht im Dachzelt, sondern sie schlafen drin. Und dazu kann man die Vordersitze nach vorne klappen. Und dann kann er so ein Brett ausziehen, das bis zum Armaturenbrett geht, weil die Sitzlehnen so weit nach vorne klappen. Und da schlafen sie drin. Und oben, das Ding, was aussieht wie das Dachzelt, ist nichts anderes als eine Gepäckbox. Grandios. 5 Jahre. Respekt. Großartig. Das Thema waren ja Südostfjorde, also fahren wir sie natürlich auch aus. Die neue Straße geht durch einen Tunnel durch und das sind sozusagen die Überreste der alten Straße. Das ist stellenweise als Piste ausgeführt. So, das ist die äußerste Landspitze vom Fjord mit dem alten Leuchtturm und wie man sieht, kommt vom Meer aus Nebel. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es im Nachbarfjord dann nachher neblig ist oder auch hoffentlich sonnig. Ah, fett, da geht's runter, ey. Juhu, ist das geil! Karamba! Ah, fett, Leute! Alter! Fett! Irgendwann wird es dann nachher wieder Asphalt und bleibt auch so. Und dann fährt man im Prinzip jeden Fjord aus. Also 15 Kilometer nach hinten, hinten rum, 15 Kilometer wieder nach vorne. Die Landspitzen lagen jedes Mal ganz schnuckelig im Nebel und dann haben sie diese orangenen Leuchttürme dahin gebaut. Die berühmten Eier von, ich blend's ein, unaussprechlich, hatten Campingplatz hier. Allerdings sind die ganzen Landspitzen im Augenblick in Nebel. Und jetzt hier im Nebel rumzustehen auf dem Campingplatz habe ich ja keinen Bock. Deswegen ziehe ich ein bisschen weiter. Der ist dann im Landesinneren und hoffentlich in der Sonne. Ich glaube, ich muss da hin. Nein, das bin ich reichlich atemberaubend, hä? Wahnsinn. Da hinten längs da ist zumindest in einer bestimmten Übernachtungs-App eingezeichnet, dass da so ein 4x4 Campground wäre. Wie man da genau hinkommt, weiß ich nicht. Ich probiere es mal. So geht's auf Schotter. Also ist nichts passiert. Sie versuchen den mit dem Laster hier rauszuziehen. Wie auch immer, ich glaube, ich kann nicht helfen. Der Isländer ist ja bei solchen Unfällen entspannt drauf. Ich habe da gefragt, ob man helfen kann und wie das passiert ist. Na, hieß es, it's just a woman and nothing happened. So wahrscheinlich verbremst, immer zu schnell auf dem Schotter fährt und dann sie versuchen es jetzt rauszuziehen mit dem Laster hier. Und den Campground soll es auch geben, da hinten links. Das ist also ein Campingplatz. Was mache ich hier? Alter. Aha. Junge.
Ums Verrecken wäre ich hier nicht reingefahren. Es ist total geil. Altes Flussbett und es ist tatsächlich ein offizieller Campground mit irgendeinem QR-Code. Wenn man online, ich weiß nicht, da hinten ist eine Tafel, ich gucke mir das mal an. Boah, rattengeil. Und die Landschaft da geht ja gar nicht mehr stärker, oder? Warum treibt sie mich überhaupt hierher? Das nennt sich das berühmte Gold Valley. Also man ahnt es schon, ist wohl kein richtiges Gold, sondern das ist nur so Sandfarben. Und da kann man toll wandern und fotografieren. Das machen wir dann mal morgen. Ich glaube, ich drohne jetzt noch ein bisschen, ne? Bevor ich das Kochen anfange. Fett ist das geil hier. Mann. Also das ist tatsächlich ein offizieller Campground. Aber noch zu. Und unten hat es einen QR-Code. Den kann man scannen. Und die, da unten stehen, haben das probiert. Das ist im Moment halt umsonst. Gibt aber Schlimmeres. So sehen sie aus, die letzten Sonnenstrahlen. Ich hätte sie mir gut merken sollen. In der Videobeschreibung unten hat es einen Polarsteps-Link. Das ist so ein Fotoalbum mit Tracking-Funktion. Da sieht man ungefähr, wo ich lang gefahren bin und wo es zusätzliche Bilder hat. Im nächsten Video wird es kalt, nass und klamm. Da geht es um Gletscher. Und das Wetter ist islandtypisch. Ich kann euch sagen, ich friere mir hier den Zipfel ab. Kommentare, Likes, Abo. Dankeschön, bis demnächst. Ciao, ciao.